Der Grund, warum ich diesen Film machen wollte, war Michael Bay. Die Energie dieses Films ist unvergleichlich. Los geht's! Michael Bay ist der gefragteste Action-Regisseur seiner Zeit. Er hat seinen eigenen Stil, Geschichten zu erzählen. Es steht viel auf dem Spiel, emotional gesehen. Verdächtige haben einen rot-weißen Rettungswagen entführt. Will ist Veteran und seine Frau hat Krebs. Sie benötigt dringend eine Operation, die ihre Versicherung nicht übernimmt. Danny hat eine kriminelle Vergangenheit. Er hat seine eigenen Gründe, warum er Geld braucht. Will bittet seinen Bruder um einen Gefallen. Das ist mein Bruder. Sieht nicht aus wie dein Bruder. Wow, das ist noch keinem aufgefallen. Will ist adoptiert, aber sie haben eine typische Bruderbeziehung, voller Chaos, Konflikte und Liebe. Er meidet seinen Bruder aus guten Gründen. Ich würde alles für dich tun und ich bitte dich nur um diese Kleinigkeit, nichts weiter. Aber Liebe senkt die eigenen Ansprüche. Und da stehst du jetzt und bittest mich um Hilfe. Und was biete ich dir? Ich biete dir die Welt! Danny bekommt also endlich seinen Bruder zurück. Abflug D. Weg! Keinen Kopf erschießen! Ihr Plan geht schief und sie entführen einen Krankenwagen. Du musst uns helfen. Wieso hilfst du uns nicht? Ein angeschossener Kopf. Wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen. Sowas sieht man selten. Eine weibliche Figur, die ihr eigenes Leben gegen das andere abweckt. Ich brauche deine Hilfe. Geh und hilf ihr, hilf dem Kopf! Mir gefiel diese zentrale Frauenfigur, die sich von niemandem etwas gefallen lässt. Hol die Defi-Pads. Rechte und linke Rippen. Von mir aus rechts oder von dir aus? Von ihm aus, Vollidiot. Die Machtverhältnisse ändern sich ständig. Der Polizist muss überleben, damit sie nicht sofort getötet werden. Haben Sie EMT-Erfahrung? Triage-Gefecht. Und dann wird es turbulent. Der Alarm ging los. Er stirbt. Wir hängen über uns. Wir sind eine Zielscheibe. Wir müssen weiter. Es fühlte sich an, als drehten wir einen kleinen Indie-Film. Dann sah ich riesige Explosionen und wusste, oh, doch ein Michael Bay-Film. Mit Michael zu arbeiten ist einfach irre. Ich will, dass der Heli von oben kommt. Er liebt dynamische Szenen. Du fährst mit 130 Sachen, schießt auf einen Hubschrauber, gefolgt von einem weiteren Hubschrauber und fragst dich, was geht hier ab? Wir sind nicht die bösen Jungs. Wir sind nur die Jungs, die nach Hause wollen. Ich will zurück zu meiner Frau und meiner Sucht. Weiß deine Frau, dass du Banken ausraubst? Michael liebt Schauspieler mit eigenen Ideen. Er schätzt seine Schauspieler und respektiert unsere Arbeit. Sie sind total durchgeknallt. In 2 Stunden sind sie tot oder in Handschellen. Ich kann es kaum erwarten, den Film im Kino zu sehen. Und das Schweißgebadet zu verlassen. Hör auf! Hast du gehört? Du wirst noch jemanden verletzen! Wir spazieren nicht einfach in den Sonnenuntergang!